war passiert. Ich wusste es, passiert was. Kokonai ist wieder von den Toten auferstanden. Konnichiwa, meine verehrten Stampers, willkommen zurück zu Yandere Simulator. Ich bin mal wieder in den neuen Update drin. Das sind ein paar neue Dinge, die ich noch ausprobieren will, die ich beziehungsweise noch im letzten Video machen wollte, aber nicht geschafft habe. Und deswegen bin ich wieder mit Yandere Simulator in diesem Klassenzimmer und mit der Lehrerin kann ich immer noch nicht reden. Schade, dass du das rausgenommen hast. Echt, ohne Scheiß. Ich war die ganze Zeit in der Klasse, Mann. Ich war die ganze Zeit da, nur weil ich auf dem Boden saß. Vielleicht habe ich was gesucht auf dem Boden. Das erste, was ich mal ausprobieren will, ist, ob wir einen männlichen Mindslave erschaffen können. You cannot kidnap male students at this point of time. Steht schon links, okay, hat sich ja erübrigt. Du bist entlassen, ich schick dich fort. Deswegen nehmen wir diesmal Okaruto dran. Zack, Klinge in den Nacken. Da ist er auch. So, wo ist sie sicher? Auf dem Dach ist es definitiv nicht sicher. Im Klassenzimmer ist es sicher. Okay, das sind die 7. Okaruto, komm her. Zappel nicht, zappel nicht, zappel nicht. Komm, komm, glitsch dich durch. Glitsch dich durch, komm in meine Arme. Was passiert mit dir? Hätte vielleicht doch den Garten nehmen sollen, oder? Aber da stehen die alle, da stehen die alle. Die hätten alle geguckt. Oh! Okay, wir gehen langsam aber sicher runter und hoffen, dass wir keinen einzigen dabei finden. Ich glaube, es wird immer schlimmer. Da ist der Kopf, da ist der Körper, da ist der Körper und er ist raus. Okaruto ist raus. Okay. Und ich kann die leider nur ziehen. Oh, echt jetzt? Jetzt nehmen wir einen schönen großen Bogen um diese Arschgeier da hinten. Scheiß unsterbliche Rasse. Okay, ich habe endlich mal Okaruto am Haken. Mal gucken, ob es funktioniert. Bin mir ziemlich sicher, dass es funktioniert, weil eine schlafende Person ist eigentlich fast dasselbe wie eine tote Person. Und wir gehen mal schön in den Garten. Den Mähdrescher hatten wir schon mal. Lebendig jemanden zerdreschen geht schon. Holen uns die Schaufel, machen mal ein schönes Loch. Zack, 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 zack. Turbomodus. Und Okaruto kommt. Okay, ich muss mal ein bisschen langsamer machen. Und wir können die begraben. Ich wusste, dass es funktioniert. Wir haben Okaruto lebendig begraben in diesem Garten hier. Und es wird mich jetzt interessieren, ob die am nächsten Tag noch lebt. Ob die echt am nächsten Tag noch wiederkommt, weil rein theoretisch schläft die ja nur. Die ist nicht tot. Na gut, jetzt habe ich die begraben. Aber wenn ich das Spiel so kenne, ist die wahrscheinlich nicht tot, wenn die begraben ist. So, ab nach Hause. Ab nach Hause wird schon keiner vermissen, dass die da im Garten ist, oder? Die Polizei kommt bestimmt nicht, ne? Doch, hier hat jemand entdeckt. Jemand hat die entdeckt. Holy shit. Die Polizei kommt. Entdecken die Leiche von niemandem. What the fuck? Die entdecken die Leichen von niemandem. Es ist keiner da. Die finden eine Spitze mit dem Blut von Okaruto und nicht meine Fingerabdrücke sind da. Ihr habt keine Leiche, Mann. Das nächste Ding, was ich ausprobieren mal will, ist, ob wir eine betäubte Kokona, sprich, die ist am Schlafen, mit Blut übergießen können, beziehungsweise mit Wasser, Benzin und sonstiges und dann anzünden können. Ob da irgendwas bei passiert, weil wie gesagt, so wie ich das Spiel kenne, würde es sogar theoretisch funktionieren, aber ja, eigentlich ist sie tot, die ist tot, nur halt im Schlafzustand, aber es ist fast dasselbe, habt ihr ja vorhin gesehen, die Polizei hat ja trotzdem reagiert, okay, einmal, nee, einmal nicht, okay, wir haben nur einen Versuch mit Benzin, wir haben nur einen Versuch mit Benzin und... Boing. Der Eimer ist auf dem Kopf gelandet, jetzt zuckt ihr ein bisschen rum, aber leider nee. Leider nee, 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 du willst nicht so wirklich. Andere Person kann ich immer noch nicht begießen, oder? Ja, die juckt es nicht. Aber was mache ich jetzt mit dieser Leiche hier? Mit dieser Semi-Leiche? Komm, Kokona, kommst du in dein Lieblingsgebiet, die Badewanne. Die Badewanne ist für dich immer das Paradies eigentlich. Ich kann hier nichts machen, ich kann hier nichts machen. Ich habe hier eine schlafende Kokona und ich kann mit der nichts machen. Ich könnte die lebendig begraben, genau. Begraben, aber das wird nichts viel bringen. Okaruto hatten wir schon lebendig begraben. Das nächste, was ich ausprobieren will, ist, ob wir Männer anzünden können. Ihr fragt euch bestimmt jetzt, hey, das geht doch gar nicht, die kann man gar nicht machen, bla bla bla. Ich habe aber eine Idee. Beziehungsweise diese Idee hatte jemand auch in den Kommentaren, den ich leider nicht wiedergefunden habe. Wir brauchen erstmal einen Jungen. Wir brauchen einen Jungen, den kriegen wir auch. Den packen wir jetzt hier an den Spot, wo Kokona immer telefoniert. Ungefähr hier, okay. So, steht er da unten noch? Ja, der steht. Okay, ich hoffe, der sitzt richtig. So, dann brauche ich noch Streichhölzer. Die bereiten wir auch schon mal vor. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis Kokona telefonieren geht. Das ist hier Speedarbeit ohne Scheiß. Und ich gerade in Schwitzen. Und das Gerät nicht. Und das nicht nur, weil hier 40 Grad im Zimmer sind. Okay, Streichhölzer haben wir. Eimer haben wir. Und wir warten jetzt nur noch auf den Hauptdarsteller. Okay, es ist soweit. Oh, die Position ist schlecht, oder? Die Position ist schlecht. Das sieht schlecht aus. Oh, okay. Könnte geklappt haben. Könnte geklappt haben. Der Junge müsste jetzt auch Benzin haben. Der müsste jetzt mit Benzin übergossen sein. Komm mal, was passiert? Ich gehe runter.
Nein, er ist nicht mit Benzin übergossen worden. Mann! Weißt du, wie schwer es ist, Höschen zu fotografieren, um diese Streichhölzer zu bekommen? Das ist der schwierige Teil. So, Kokona geht in Badewanne. Es brennt. Der Junge hat es gesehen. Oh mein Gott, ist das ein toter Körper? Nein, die brennt noch. Die ist noch nicht tot. Blink. Senpai liest ein Buch. Der sitzt nicht mehr nur so rum. Der hat ein Buch. Ist ein ganz nobler jetzt geworden. Wo hat er das Buch her? Was fällt es ihm ein, Spaß zu haben ohne mich? Okay, jetzt aber. Come on. Beide mit Benzin umhergehen. Kann nicht so schwer sein. Junge, du bist auch nass. Ich hoffe für dich, du bist nass. Oh, die ist wieder alleine, ey. Mann, was ist mit dem Jungen los? Also entweder ist meine Positionierung echt scheiße geworden oder es geht nicht. Ich weiß, dass es mal mit Wasser ging, aber vielleicht hat er das alles rausgebaut und es geht jetzt weder mit Wasser und mit Benzin. Ich versuch's nochmal mit Benzin. Scheiß auf die Streichhölzer. Ey, Kokona, du machst doch nicht aus, dass ich gleich einen Jungen neben dir stelle, oder? Während du da gerade deine Höschen-Telefonate führst, oder? Okay, sieht so aus, als ob du fröhlich bist. Okay, gießen. Auf beide, bitte. Auf beide. Zack. Okay, er bewegt sich. Okay, er wird nicht nass. Schade. Kokona, bleib doch mal stehen. Ciao, Mate. Sag mir mal stehen. Hast du schon über Gott und unseren Rächer Falcon Punch geredet und weg ist er. Schade, der Mythos ist wohl mal bastet, würde ich mal sagen. Wir können keinen Jungen anzünden, wir können auch ihn nicht nass machen mit dem Benzin. So, aber die nächste Idee, die ich ausprobieren will, ist, ich weiß es selbst noch nicht. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wir machen mal Okaruto zum Mindslave. Habe ich ewig nicht gebracht. Was heißt ewig? Ich glaube, ich habe Okaruto noch nie zum Sklaven gemacht, deswegen ein wunderschöner Zeitpunkt, um das zu machen. Da sitzt er und guckt mich mit diesen schulterfüllten Blick an. Ist sowieso schon dunkel im Gesicht. So, sie ist knusprig, die ist bereit für die Schule, die kann mitkommen. Okay, ich bin gespannt, ob es funktioniert, ich weiß es nicht. Okay, mal gucken. Mein Plan sieht wie folgt aus, Leute. Vielleicht spoilere ich das schon, oder auch nicht. Nee, ich spoilere es nicht. Wir geben mal die Waffe. Die geht jetzt, ich mache mich bereit, ich muss nach vorne. Ich stehe hier bereit mit meinem Kanister, voll mit Benzin. Und jetzt wird Okaruto hier ankommen und versuchen, Kokona an den Hals zu springen. Die wird ein bisschen fummeln mit der. Aber während die das macht, schmeiße ich diesen Eimer dazwischen. Mal gucken, was dabei passiert. Da kommt die angekrochen. Dun. Okay, das Timing muss wahrscheinlich gut sein. Mal gucken. Bin echt super gespannt. So, sie kommt an. Sie kommt an. Jetzt. Oh, kann sein, dass ich zu früh reagiert habe, aber jetzt beginnt die Action. Okaruto ist mit Benzin übergossen. Okaruto hat Benzinflecke. What the fuck passiert? Ich wusste es passiert. Was? Kokona ist wieder von den Toten auferstanden. Yes, ich hab den Bug entdeckt. Oh, das ist so goldig. Und Okaruto ist jetzt mit Benzin übergossen. Und Kokona theoretisch auch. Und jetzt spült in den Brunnen. Oh, das ist geil. Oh, beide fallen um. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wer... Doch, Okaruto ist mit Benzin übergossen. Mann, reagiert nicht mal so. Nicht. Ich will hier nur ein bisschen zur Seite bringen. Okay, Okaruto hat ihre Benzinflecke verloren. Kokona nicht. Was haben wir gerade erlebt? Kokona ist gestorben. Die ist danach wieder von den Toten auferstanden, um ihre Klamotten zu wechseln, nur um dann wieder zu sterben. Oh, ich liebe es. Es hat geklappt. Das Coole wäre jetzt noch, wenn die einfach so ihre Klamotten wechseln würde, oder? Was ist das? Was macht denn jeder? Das sind 1A Oberschenkelmuskulatur, die die da haben. Die sind ja richtig mal fett, die Kerle. Die machen einfach so einen Sitz da, böng, sitzen draußen rum. Kein Juckt. So. Ich hab dich zur Badewanne gebracht. Komm, zieh die Klamotten aus. Ich hätte nie gedacht, dass ich das zu Kokona mal sage. Komm, zieh die Klamotten aus. Wie die mich alle angucken. Nun, die wissen auch ganz genau, wo ich bin. Ich kann sonst wo in der Wand verstecken, aber die wissen ganz genau, wo ich bin. Guckt euch das an. Die gucken mich an. Ich kann sogar hier rechts neben die Wand laufen und die wissen einfach, wo ich bin. Psychik. Die ganze Schule psychik. So, komm mit. Du hast einen guten Job getan, Okaruto. Das erste Mal als Mindslave und diesmal, und du hast delivered. Du hast einfach delivered, du hast die Zuschauer unterhalten und ich hoffe einfach, ihr habt Spaß dabei. Hinterlasst mir noch einen Daumen hoch, wenn ihr Spaß dabei hattet. Wenn ihr noch mehr andere Simulator-Folgen sehen wollt, dann klickt hier oben rechts auf das i oder unten in der Videobeschreibung ist die Playlist. Abonniert mich, wenn ihr diese Folgen nicht verpassen wollt und gebt mehr Flosse. Flop.